So, die Miliz nicht vergessen, Ja, das ist soweit richtig. Den Schalter hat man schon angemacht, ne? Ja, ist aktiviert. Ne, der muss nur noch gedrückt werden. Okay. Das sieht irgendwie so aus, als wenn die schon geknüpft werden würden, aber das ist nur, weil die übereinander gestapelt sind und alle blau blinken. Jedenfalls die meisten von denen. Ah, da kommt er an. Frames sind immer noch komischerweise so niedrig. Weiß ich jetzt gar nicht, woran das liegt. Könnte das an dem Wasser sein unten? Oder die ganzen Steine, die wir jetzt freigebuddelt haben? Oder. Jo, hier fließt gerade einiges. Aber warum? Es kann sein, dass wir einen Teil der Karte aufgedeckt haben, durch was auch immer. Und das Programm jetzt erst weiß, oh, da hätte das Wasser ja auch hinfliegen können. Und dementsprechend ist jetzt alles in Bewegung. Was nicht so toll ist. Ich versuche gerade zu erahnen, wo es ungefähr hinfließt. Also von wo nach wo, aber überall sind Sechsen und Siebenen. Das ist irgendwie ein wenig schwer. Hier scheint es aber konzentriert zu sein. Da geht es hoch, da geht es runter. Und hier ist eigentlich alles voll. Na gut. Also ich schiebe die Frames erstmal auf das Wasser und hoffe, dass es mit der Zeit regelt. Sonst können wir da eigentlich nicht viel machen. Ist ja nicht so, dass es sich irgendwann auf einen Wert einpendelt. Die Sechsen und Siebenen werden durchgehend hin und her geschoben werden. Und da war gerade wieder eine Nachricht. Ein Hauler ohne Namen wurde tot aufgefunden, ohne jegliches Blut. Z. Und zwar in seinem Kämmerlein da unten. Also wir haben definitiv einen Vampir. Das hatte ich, glaube ich, ja vor zwei, drei Folgen schon mal erwähnt, dass wir einen Blutleeren gefunden hatten. Ich bin dem nur nicht nachgegangen. Jetzt muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Ich hatte noch nie einen Vampir, jedenfalls nicht richtig. Die gab es damals nämlich noch nicht. Ich guck mal ganz kurz auf unseren Justice-Dingens hier. Ja, hier ist jetzt ein Howler mit dabei. Der Körper wurde gefunden. Es gab einen Zeugen. Oh. Moment mal. Also ich blicke da noch nicht ganz durch. Wir haben hier den Mord an dem Howler. Und die verletzte Partei ist der Howler. Wobei verletzte Partei hier nicht heißt, dass die Partei nur verletzt wurde, sondern die Partei, die den Schaden davongetragen hat. Wobei der Schaden hier tot wäre, was ja doch schon recht massiv ist. Ja. Hier haben wir auch einen Zeugen gehabt. Aber wenn wir einen Zeugen haben, dann müssten wir doch wissen, wer das gemacht hat. Ach so, hier drunter steht immer nur Found the Body. Das heißt, das Einzige, wovon sie Zeuge geworden ist. Das Einzige, wovon sie Zeuge gewesen sind, ist, dass sie den Körper gefunden haben. Also sie sind Zeuge, dass er tot ist. Das bringt auch nicht sehr viel. Also ja, da muss unser Sheriff mal ran. Haben wir denn momentan überhaupt einen? Wir haben keinen Militia Commander. Wir haben einen Captain of the Guard. Wir haben keinen Champion. Wir haben einen Hammerer. Der kümmert sich doch eigentlich auch um sowas, auch wenn es etwas rabiater bei ihm zugeht. Trotzdem sollten wir auch mal einen Champion zulegen. Da nehmen wir einfach. Oh, wen nehmen wir da? Ein Hammerzwerg? Die sterben immer so schnell. Nehmen wir ihn hier. Der ist unser einziger Crossbow-Zwerg und der hat nie was zu tun, weil wir halt noch keinen Crossbow-Trupp haben. Also du bist jetzt unser Champion. Und dann gucken wir einfach mal. Das ignoriere ich soweit und wir wollten das Spiel auch weiterlaufen lassen, dass die Leute unten trainieren können. Ein paar Sachen, die ich auch noch ändern wollte. Und zwar, Flasks sind die Wasserflaschen. Das heißt, wir müssen das hier doch nochmal umändern, dass Flasks auch nicht nach oben kommen. So, und dann müssen wir wieder ganz runter. Hier müsste der Stockpile gewesen sein. Und da dürfen Flasks dann doch hin. So, und ich sehe jetzt schon, dass der tierisch überfüllt sein wird. Also werden wir recht schnell ausbauen müssen. Die nächste Sache, die auch noch geändert werden sollte, der ich mir gar nicht so bewusst war, vielen Dank nochmal für den Tipp,
ist, dass wenn man einem Stockpile die Wheelbarrows zuordnet, auch nur exklusiv mit den Wheelbarrows gehaulert wird. Ich bin davon ausgegangen, man sortiert die dazu. Die Wheelbarrows werden benutzt, aber zusätzlich wird immer noch normal gehaulert. Nur halt mit den Wheelbarrows schneller, wenn sie denn da sind, aber dem ist wohl nicht so. Das heißt, wenn wir einen riesigen Stockpile haben, werden da immer nur maximal 3 Leute dran arbeiten. Und deswegen hat es auch so irre lange gedauert, hier oben die Steine hin und her zu transportieren, weil halt immer nur 3 Zwerge dabei sind. Also verbiete ich jetzt mal kurz die Wheelbarrows. Einmal W. Einmal W. Einmal W. So. Das heißt, sobald die Jungs oben mit dem Hin- und Herschieben fertig sind, könnte ich hier bei den Steinen weitermachen. Und die Wheelbarrows werden jetzt bestimmt alle wieder zurückgebracht, aber... Nee. Und ein Mandat. Was haben wir denn da? Oh, ein Crossbow. Was für ein Wunder. Alles Gerugon? Jo. Also, JMQ Crossbow 1. Jo, sehr schön. So, wir haben die Stockpile umgeändert, dass sie keine Wheelbarrows mehr benutzen, damit mehr Leute transportieren können. Wir haben die anderen Stockpiles umgeändert, dass die Flaschen bzw. Wasserschläuche, je nachdem was für Material man halt benutzt, auch nach unten kommen, damit wir sie nicht aus Versehen verkaufen. Und unsere Jungs sind durchgehend unten in dem Danger Room. Da sollten wir doch mal zwischenzeitlich reinschauen, ob nicht plötzlich alles blutverschmiert ist. Auch ich habe die ganze Zeit fast Pause gedrückt, also dürfte keiner verletzt sein. Wunden? Nö, 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 nö. Und der hatte die Wunden schon. Das habe ich mir gemerkt. Linker Oberarm, linker Oberschenkel. Sehr gut. Das heißt, es hat sich bewährt, dass ich die Rüstung gar nicht erst überprüft habe. Und, boah, guckt euch das mal an. Ein riesiger Stockpile mit allem zugemüllt. Vor allem hätte ich schwören können, dass die Flaschen auch irgendwie in Bins gelagert werden können. Aber wir haben keine Bins zugeordnet. Doch haben wir. 441 Stück. Was ein bisschen viel ist. Mache ich mal runter. Und stelle ich erstmal auf 11. Und guck, ob die überhaupt genutzt werden. Wäre aber schon ganz praktisch, sonst haben wir gleich keinen Platz mehr. Was haben wir denn hier alles? Wir haben die Kisten, die kann man bestimmt nicht in Binnen tun. Die Flaschen könnte man vielleicht reintun. Kleidungsstücke müssten auf jeden Fall in eine Kiste passen. Was bist du da für ein kleines gelbes Ding? K. Du bist ein Fungiwood Splint. Also eine Stütze für gebrochene Knochen. Die sehen ja auch kurios aus. Aber gut. Was machen wir als nächstes? Die Steine hatten wir zusortiert. Ja, wir müssen noch die Stockpiles hier rechts machen für die grauen Steine. Aber das will ich eigentlich erst machen, wenn die hier alle richtig zugeordnet sind. Vorher bringt das ja nichts. Holz. Das Holz scheint jetzt soweit verteilt zu sein. Und die Holzsachen, die jetzt hier rumliegen, müssten die sein, die schon mehrfach vorhanden sind. Also wir hatten ja hier immer so ein 2x3 Stockpile. 2x3, 3x3, 2x3, 2x3. Also der, 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 die alle, der da und der da sind voll. Das heißt, von der Holzsorte haben wir genug. Testen wir das mal. Also, wir haben hier Chestnut. Chestnut ist wo? Alter Chestnut. Genau, hier haben wir 6 Chestnut-Logs. Dementsprechend wurde der nicht zugeordnet. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das bei allen so ist. Also, dass sie hier oben nur liegen, weil sie halt unten noch nicht zugeordnet worden sind. Quatsch, weil unten die Stockpiles voll sind. Aber das spricht gegen die hier oben. Die müssten auf jeden Fall zugeordnet werden. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher so, dass ein Teil davon noch nicht zugeordnet wurde, weil wir halt momentan so viel zu tun haben. Wir haben ja sehr, sehr viele Hauler-Jobs verteilt. Was auch noch sein könnte, ich habe die irgendwann mal verboten. D, B, jo, die wurden verboten. Okay. Dann werden sie mal wieder entverboten oder erlaubt. Je nachdem, wie kompliziert man sich ausdrucken möchte. Und dann kommt ihr auch runter. Trotzdem warte ich jetzt erstmal, bis die ganzen Hauler-Jobs durch sind und wir wieder wirklich richtig viele Arbeitslose haben. Und dann verbiete ich alle Holzsorten hier unten und gebe Befehl, Kohle herzustellen. Und dann werden alle überschüssigen Holzsachen halt verbrannt. Wie machen wir das dann?
Wenn wir jetzt neues Holz bekommen, wird es ja einem der Stockpiles zugeordnet. Wenn der Stockpile allerdings voll ist, hat das Holz keinen Platz zum Hingehen und müllt irgendwo irgendwas voll. Oder liegt einfach nur rum. Das wäre nicht so toll. Also bräuchten wir theoretisch einen Stockpile, von dem aus die kleinen Stockpiles dann gefüttert werden. Und allgemein brauchen wir eh einen großen, richtigen Stockpile als Vorratsstockpile. Die hier unten sind ja nur für irgendwelche Experimente später, um Königszimmer einzurichten, speziellen Holzsorten oder irgendwelche Mahagoni-Zahnstocher herzustellen. Die benutzen wir ja nicht wirklich im Alltag. Im Alltag benutzen wir höchstens die weißen und die gelben da. Nur wo packen wir den Stockpile am besten hin? Wir könnten ihn wieder hier machen, wo der alte auch ist. Sollte ich mir nur vorher überlegen, welche Workshops hier genau rein sollen. Momentan haben wir, glaube ich, 2 Carpenter und einen Bowyer. Ja, das ist soweit okay. Theoretisch könnten wir noch so ein Wood Furnace hier hinstellen. Hier ist Leder, hier ist Craft Doors. Kiln, Glass Furnace, Wood Furnace. Dann bräuchten wir aber auch gleich wieder einen Stockpile für die Blöcke und... Nee, komm, das lassen wir da unten, das ist okay. Ja, also. Ein Stockpile, wo alle Holzsorten reinkommen, außer Fungiwood und Tower Cap. Da dürften die Stockpile hier eigentlich recht schnell voll werden. Obwohl, nee. Ein Stockpile, wo wirklich jede Holzsorte reinkommt. Und dann muss ich von da aus manuell zuordnen, dass der Stockpile dem was bringt. Der Stockpile dem was bringt. Der Stockpile den 29 anderen auch noch was bringt. Aber das werde ich dann wahrscheinlich wieder auf Camera machen, weil das zu lange dauern wird. Gucken wir mal wieder runter zum Miliz. Die will ich nicht verlassen. Da. Oh, ich sehe Blut. Ist irgendjemand ohnmächtig oder tot? Nö, da schläft nur wieder jemand. V. Nö. Also irgendjemand hat einen erwischt bekommen. Aber die Wunden anscheinend schon wieder regeneriert. Ich mach die Tür einfach mal jetzt auf. Lass sie aber noch drin. Einer flieht. 2 fliehen. 3 fliehen. Die fliehen alle. Habt ihr nicht genug Wasserschläuche dabei gehabt? Keine Wunden hast du. Hast du was zum Meckern? Nö, er ist ästhetisch. Okay, wurde von der Sonne genervt, war zufrieden mit der Arbeit, hat eine schöne Falle gesehen. Ah, aber er grummelt über langen Patrouillendienst. Nee. Dabei habe ich doch so viel Pause gedrückt, diese Folge. Das ist echt komisch. Na gut, S, Shift A. Oh. So, die können nach Hause gehen. Wir sollten vorher noch die Stupsfalle wieder ausschalten. Weil sonst lassen die Jungs jetzt ihre ganze Ausrüstung hier liegen. Die Speere gehen fleißig weiter hoch und runter. Und irgendein Hauler kommt an, will die Rüstung nach oben schleppen und wird dann vom Speer erwischt. Das wäre nicht so toll. Du machst das also gleich wieder aus? Oder jetzt sag mich, das Teil war nie an. Ich habe vergessen, auf Repeat zu drücken. Nein! Okay, die Jungs waren jetzt eine Folge in dem Teil eingesperrt und wurden nur einmal gestupst. Aber wo kam denn das Blut her? War das schon vorher da? Sehr, sehr unproduktiv. Das hier sieht auch nicht viel besser aus. Also definitiv mehr Platz. Wir brauchen da noch einen Stockpile. Wir brauchen da noch einen Stockpile. Und einfach nur, weil es schön aussieht, da auch noch einen hin. So, theoretisch hätten wir sogar hier Platz auch nach oben einzubauen. Aber da wir es in den ganzen anderen Etagen nicht gemacht haben, will ich es jetzt hier auch... Ah doch, hier haben wir nach oben gebaut. Das ist alles so durcheinander. Da krümmt sich mein Innerstes, wenn ich die Planung hier sehe. Aber na gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Eigentlich hätte ich das von vornherein ein bisschen mehr planen sollen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange überleben. Ich dachte, ich hatte das erste fort, da zeige ich euch ein bisschen, wie das Spiel funktioniert und dann machen wir ein richtiges. Aber ja. Also eigentlich hätte ich das Ganze ein bisschen mehr planen sollen, dass von vornherein immer ein Hauptschacht da ist und von jedem Hauptschacht halt nochmal so 4 Türme nach oben gehen. Dann wäre das alles schön einheitlich gewesen.
Na gut. Haben uns jetzt langsam mit abgefunden und einigermaßen drin navigieren kann ich auch. Sieht halt noch nicht so schön aus. Aber es soll ja auch nicht schön aussehen. Es ist eine Zwergenfestung. Die soll produktiv sein. Auch wenn wir diese Folge nicht sehr produktiv waren, aber das ist vertretbar. So, die Goldstraße. Genau, da war auch noch was. Ich habe hier überall eine richtige Goldstraße gebaut. Aber ich bin dann hier übergegangen, Blöcke zu bauen. Ähnlich wie bei den Bodenplatten hier. Das heißt, die müssen wir theoretisch alle nochmal absetzen. D, B, nee, gar nicht. D, N. Die müssen wir alle abbauen. So, deswegen ist unser Goldvorrat auch so schnell runtergegangen. A vile force of darkness has arrived. Wenn das kein guter Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns gleich wieder.